Dicker, ich hab so viel Bock. Keiner bleibt mehr stehen, wenn ich mal huste. Piss gegen den Baum und ihn hebt es aus den Wurzeln. Alles, was ich mache, ist unfassbar. Guck ich mich. Nur im Grüben würde ich angeln bei meinem Nachbar. Beretta. Beretta. Ich komm mit Beretta. Wie ein Tierschützer. Beretta. Farid Bang, Kapi und Sanna. Erstmal die Handyhalterung hier kurz geschrottet. Sanna. Salam alaikum. Erste Nummer, wo sie den Typen zusammen geboxt haben. Letzte Nummer, die ich gehört habe, die wir uns reingezogen haben, war mit Kolle, wo Kolle in meiner Welt über allen Dingen stand und mit Abstand den krassesten Part in dem ganzen Song hatte. Über die Drake-Zeilen von Kapi bin ich immer noch nicht rübergekommen. Hinweg, hab den Sinn immer noch nicht verstanden. Aber es ist alles sehr unterhaltsam und sehr schön anzuschauen. Und da gehen wir rein. Beretta. Besser, es wäre besser, wenn du gehst. Die Beretta matt, schwarz verfehlst. Mein Herz nur hart scharf. Doch wenn du mich nur quälst, sag mir, warum du mir fehlst. Also, sie singt natürlich sehr gut, Digga. Es ist ein bisschen der. Ich muss mich erst an den Flex daran gewöhnen, dass Kapi und Farid jetzt scheinbar auf Love-Song-Schiene kommen. Zumal das doch bei Farid noch gar nicht so lange her ist, als er das Ding mit Elif gemacht hat, oder? Vielleicht ist es aber auch so wie bei dem einen AZ-Song damals, dass es augenscheinlich um eine Frau geht, aber es eigentlich um die Knarre geht. Ich will's nicht sagen, aber ich hatte hier auch stellenweise kurz wieder das Gefühl, dass ich die Melodie irgendwoher kenne. Ein bisschen abgewandelt aber. Wenn du hier bei mir da, da. Bist, deine Worte Messer, es wird da, 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 da. Da ist anders. Da, 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 da. Deine Worte Messer, es wird. Das ist der Love-Song für meine Hoes, egal ob braun wie Peace oder weiß wie Koks, klein so wie Kylie Minogue oder große wie Heidi Klum. Je leichter das so, sie verkaufen ihre Körper, damit dieser Motherfucker mit dem Namen Kollege sich Dinge kaufen kann, wie silberne Pistolen oder Villa de Paris für 2 Millionen, yeah. So war und so ist es, nothing but love for my bitches, ich bin P.I.M.P., piep mein Handy, kann das sein, dass scheu ich mich scrollen wegen Business. Und alle Leute kommen zu mir und sagen, wieso kannst du in einem Love-Song nicht mal über Liebe rappen, sondern wieder nur über Waffen und Hoes? Was ist denn los? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich besorge es deiner Mutter, komm in deine Town, egal wie viele Leute du kennst. Ich komme mit AK und so, sie mit deiner ganzen Crew, mit deiner Sabah, Motherfucker, jeder deiner Freunde zahlt Schutzgeld an mich. Zieh mich an, Kind, ich trage meine Plantekette, damit jeder Penner weiß, der King ist in der Gegend, also besser geh nach Hause, Digga. Du musst immer deine Frau. Ich hab Digger gesagt an jeder, der jetzt wieder hier sagt, ja, da ist ein Bombe getroppt. Go and fuck your mother in the ass. Fuck my mama in the ass on her birthday. Wisst ihr, ich habe immer bis jetzt so, ich revidiere vielleicht meine Aussage, aber bei so Nummern habe ich immer direkt so das Ding, dass man so nach dem Motto, ah ja, man muss auch mal einen Love-Song kicken, ne? Kapi und Farid, Digga. Also ich weiß nicht, die sind gerade noch in der Konstellation zusammen, weiter von einem Love-Song weg, Digga, als ich von einem gesunden Body-Mass-Index. Jetzt mein Herz nur hart, doch wenn du mich nur quälst, sag mir, warum du mir fehlst. Ich will dich lieben, doch ich kann's nicht, ich mach das nicht mit Absicht. Boah, Trumps, Choc Güzel, à la Bonheur. Richtig nice Trumps. Schön plächernde, schallernde Trumps, Digga. Gefällt mir richtig gut. Drückende, trotzdem schallernde und blechige Trumps. Geil. Was für Trumps, Digga. Ich will dich lieben, doch ich kann's nicht. Ich mach das nicht mit Absicht. Kennengelernt mit 12, heute sind wir Mitte 80. Ich bin wieder. Kennengelernt mit 12, heute sind wir Mitte 80. Also, Soundbild richtig nice, muss ich wirklich sagen. Ich kann's nicht, ich mach das nicht mit Absicht. Kennengelernt mit 12, heute sind wir Mitte 20. Ich bin wieder nicht zu Hause, du schickst wieder eine Nachricht. Ich bin im Studio, ich schieb wieder eine Nachtschicht. Ich weiß, ich. Es ist aber da, ich find auch, er rappt das halt nice. Also man muss halt, ich sehe den Song jetzt einfach mal, ich denke jetzt nicht, dass das eine reale Story ist und das muss es auch gar nicht sein, aber so vom Soundbild und wie er rappt und so finde ich das sehr nice, muss ich wirklich sagen. Also das hätte ich gar nicht erwartet, ich habe halt mehr was anderes jetzt irgendwie erwartet nach den letzten beiden Nummern, aber zu jeder guten Platte gehört auch ein Love-Song dazu. Ich hoffe, wir hören keinen Bonnie und Clyde-Vergleich, bitte nicht. Was gibt's denn noch so für Klischees? Wir gehen durch dick und dünn, Bonnie und Clyde. Du schläfst in einem T-Shirt von mir. Ich riech an der Bettwäsche. Fragen,
Beispiel, woher kommt der miese Schaden? Sie haben mich unterdrückt, beleidigt und geschlagen. Und ich hatte nie die Eier, dir das so zu sagen. Ich hab Erfolg, aber Minus auf der Bankkarte. Jeden Tag eine neue Ansage. Okay, also da ist auf jeden Fall, sieht man, dass es nicht real ist. Ich glaube, das ist wirklich so ein Song, den er so halt für die Allgemeinheit schreibt, weil Kapi ist, glaube ich, der Letzte, der Minus auf der Bankkarte hat, oder? Volk, aber Minus auf der Bankkarte. Jeden Tag eine neue Ansage. Ich bleib im Studio ein paar Tage. Ich könnte nicht ertragen, dass du siehst, wie ich Angst hab. Wie soll ich's dir erklären? Ich kann es nicht mal selbst begreifen. Ich finde, das ist ein sehr runder Flow von das ist Farid, gell? Das ist Farid, der jetzt hier gerade rappt, ne? Ist ein sehr runder Flow hier von Farid Bang. Spaß an die grenzdebilen Hinterwäldler, die jetzt wieder schreiben und so jemand reactet auf YouTube. Der Typ hat doch gar keine Ahnung. Lol, der denkt, das ist Farid. Spaß die Maul zu, ab in die Höhle zurück. Finde ich einen sehr runden Flow hier von Kapi. Er betont da manchmal so, ich könnte dir nicht erzählen, wie ich Angst habe oder so. Der nuschelt halt manchmal so ein bisschen, aber das ist ja sein Ding. Ich könnte es dir versprechen, doch mein Wort nicht halten, wenn ich sagen würde, das waren meine letzten Alben. Frag mich, warum immer krieg ich, wenn du hier bei mir bist. Da 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 da. Da 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 da. So die. Da 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 da. Wenn du hier bei mir bist. Da 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 da. Es wäre besser, du gehst. Diese Melodie habe ich die ganze Zeit im Kopf. Die Hook ist sehr stark, ja, auch wenn ich sie gerade total demoliere mit meiner Sing-Sang-Einlage. I love the way you lie, Vibes, keine Ahnung. Ich hab so oft Mutter gefickt. Heute liegt eine tote Schippe unter dem Tisch. Bang, bang. Oh, bang, bang. Jetzt kommt die Bridge, bang, bang. Wer schießt zuerst? Bang, bang. Du ziehst das Herz, bang, bang. Ich weiß, es trifft mich hart. Das ist schön, aber. Bang, bang. Wer schießt zuerst? Bang, bang. Ich wollte schon sagen, es gibt keinen Song, wo das Wort Herz kommt und es nicht in irgendeiner Form auf Schmerz gereimt wird. Aber ist ja auch nicht schlimm. Und selbst ich habe das ja mit meinem Freund Sharif in dem Matrix-Song auch gemacht, ja. Mein Blick wird langsam schwarz. Oh yeah, genug ist genug. Deine Mama sagt seit 2 Jahren, ich tu dir nicht gut. Jeder, der uns kennt, sagt, wir sind verloren. 3 Uhr morgens, mein iPhone klingelt Sturm. Wir sind verloren, klingelt Sturm. Unsauberer Reim, aber nice. Ja, also ich glaube, wenn man nicht in der Verfassung ist, dass man irgendwie Herzschmerz hat oder sich gerade trennt oder in jemand verliebt ist und verlassen wird oder sonst irgendwie, ne, und man prinzipiell nicht so der Love-Song-Type ist, catcht es einen nicht. Es sei denn, meine Freundin würde jetzt mich verlassen und ich würde hier sitzen, dann würde mich das catchen. Aber ansonsten ist es halt einfach für mich, und das ist ein sehr gutes Produkt, aber es ist ein Produkt, was einfach mal so gemacht wird, weil halt Love-Songs gut funktionieren. Ich finde trotzdem, dass es jetzt gerade nach den letzten beiden Single-Auskopplungen nicht unbedingt zu Kapi und Farid passt, aber mich würde es nicht wundern, wenn das von den letzten 3 Songs jetzt der Song ist, der die meisten Streams hat. Und das auch vollkommen zu Recht, es ist eine gute Nummer. Du standest hinter mir bei jedem Skandal. Ich weiß, du liebst mich, auch wenn du oft das Gegenteil sagst. Ich weiß, du würdest warten, wenn ich lange sitze. Doch ich würde niemals verzeihen, wenn dich ein anderer fickt. Ah, ich bin nicht irgendwo. Das ist auch unverzeihbar. Ich weiß, du hast kaum geschlafen, denn du sahst auf meinem Display einen Frauennamen. Ich wünschte, ich wäre niemals Millionär, denn ich geb ihr alles und sie will noch mehr. Ich hab viel, doch ich will noch mehr, bis es heißt, jeder bei Optik ist ein Millionär. Ich schreib im Struggle für ein Ei und ein Apple, hitte den Beat hier härter als meine Latte, ihr fühlt den Pain live und auf Platte. Ich bin reif für die Klapse, renn rum mit dem Optikzeichen als Flacke. Mein Flow ist sick, boy, doch ich bin noch immer nicht reich, weil mir 5 Düsen pro Monat noch immer nicht reichen. Nix Fame, ich will von euch Geistesgeld, dieses Game bringt mich zum Lachen wie Dave Chappelle. Homie, mein Motto ist, fuck you, pay me schnell, so schnell wie möglich. Ich will diesen Mercedes SL, nenn mich Debitel, weil mein Shit Leute verbindet. Spit dirty wie Amikasernenbräute, die pimpern. Ich will nur ein Haus und ein Garten, ein Pool und blablabla und jeden Tag ein Grund für eine Party, fuck it. Ich hab viel, doch ich will noch mehr, bis es heißt, jeder bei Optik ist ein Millionär. Ganz kurz. Ja, den Reim nämlich, ich bin Millionär, sie kriegt viel, doch will noch mehr, ist halt, hat Savage in einem Struggle-Remix. Das war der Struggle 2 Part, den ich gerade von Savage gerappt habe. Es gibt nämlich Struggle mit Moses P und Illmatic 1 und 2. Und ich glaube, das war gerade der zweite, den ich gerappt habe. Und der erste geht, Struggle hin, Struggle her. Heute struggle ich nicht mehr, doch hit den Beat so hungrig, als ob ich jeden Tag struggle. Obwohl,
Struggle hin, struggle her, heute struggle ich nicht mehr, doch hit den Beat so hungrig, als ob ich täglich am struggeln wär. Ich FDH, spitte auf Modus Platte den besten Part. Rap hat keine Zukunft für euch Kinder, werdet besser Arzt. Zeigt, dass ihr euer bisschen Kohle besser spart, bis ihr genug für ein Fahrrad oder eine Vespa habt. Mein Mann bleibt lieber soft, ich fühl... Mein Mann bleibt lieber soft, ich fühl mich... Mein Mann bleibt lieber soft, ich greife zum Schiff und den Block, ich fühl mich zwischen euch Idioten, als ob ich der Kindergartenkopf bin. Das Leben dreht sich, Platten trinken, aber jetzt reicht's mal. Bro, das ist ein ganz anderer Film, warum? Das ist doch hier das typische We-Struggling von Savas damals. Ich wünschte, ich wäre niemals Million. Mit mir ist alles gut, beruhigt euch, ihr braucht keinen Arzt zu holen, der sitzt hier schon neben mir. Sauerstoffzelt steht. Denn ich geb ihr alles und sie will noch mehr. Frag mich, warum immer kriegst, wenn du hier bei mir bist. Deine Worte besser, es wär besser, wenn du gehst. Das ist aber eine sehr gute Hook. Ich finde wirklich, das ist eine sehr gute Hook. Und sofern man das heute noch sagen kann, weil auf jeder Singsang-Spur ist Autotune drauf, aber ich finde, sie singt gut, eine gute Stimme. Die Ballette, Mann, schwarz, verfehlt. Jetzt kommt das größte Klischee und der größte Mythos, der nicht funktioniert. Kapi raucht jetzt die Kippe und wird seine Kippe auf das gerade ausgeschüttete Benzin schnipsen und es wird lichterloh alles in Flammen aufgehen. Das ist aber ein Mythos, das kann überhaupt nicht funktionieren. Deswegen, liebe Kinder, zündet euch gern beim Tanken an der Tankstelle Zigaretten an. Bang, du zielst aufs Herz, bang, bang. Ich weiß, es trifft mich hart, bang, bang. Mit Streichholz geht das Ganze natürlich schon besser. Mein Blick wird langsam schwarz. Nur Hook gut? Finde ich jetzt nicht. Also die Parts sind schon gut, aber es sind halt meiner Meinung nach total die falschen Interpreten für diese Nummer. Aber die Nummer ist gut. Also kannst du ja nichts sagen. Es ist halt Kommerz des Grauens, aber ist gut. Bang, bang, wer schießt zuerst? Bang, bang, du ziehst das Herz. Bang, bang. Ich weiß, es trifft. Ja, es geht um die Dämpfe, genau, deswegen brennt er auch alles. Ja, es geht um die Dämpfe, genau, ja. Komm. Klei zurück in die Höhle, Sprüche an die Wand klopfen. Ab! Hauptsache keine 0815-Zeile, das stimmt, das war jetzt wirklich, ja.